Weiter geht's mit einer neuen Folge von Dear Sampley. Und wir sind jetzt vor unserem dritten Test mit der lieben, netten Madeleine Stone. Bin mal gespannt, wie wir diesen Test bewältigen werden. Ist dieser Abgrund wirklich nötig? War fester Boden zu teuer? Ganz im Gegenteil. Diese Anlage wurde buchstäblich in unterirdischen Fels getrieben und hat Milliarden gekostet. Aber ab und zu haben wir unseren Spaß mit ein wenig Theater. Du weißt ja, aufgrund des exzessiven Einsatzes von Antibiotika in Medizin und Landwirtschaft kommen behandlungsresistente Keime immer häufiger vor. In diesem Szenario hat so ein Pathogen eine globale Pandemie entfesselt, die für Krankheit und Tod sorgt. Zum Glück wurde eine neue Behandlungsmethode entdeckt. Und du leitest das Team, das damit den Ausbruch eindämmen will. Du musst jedes Jahr dein Personal mit Ressourcen versorgen. Und zwar über einen Zeitraum von 5 Jahren. Du kannst deine Leute entweder in betroffene Gebiete schicken, um die Anzahl der Infektionen zu verringern, oder du kannst sie forschen lassen, damit du die Infektionsraten noch besser verringern kannst. Du kannst deine Meinung so oft ändern, wie du willst, bis du den Aktionshebel ziehst. Wenn du das tust, werden deine Entscheidungen berechnet. Und die Karte wird mit den Ergebnissen für jenes Jahr aktualisiert. Dein Ziel besteht darin, die Todesrate in jeder Region unter den Schwellenwert für akzeptable Verluste zu drücken. Bei Versagen wird die Simulation beendet und du musst es nochmal versuchen. Wenn du bereit bist, zieh den Aktionshebel. Ja, ist ja relativ einfach, gell? Alles kein Problem hier. Check ja voll durch und... Was ist das hier alles? Klick mal drauf. Das wird also meinem Personal helfen, die Infektionsrate zu senken, wenn ich es in das betroffene Gebiet schicke. Mhm. Dadurch wird bereits ausgebildetes Personal in das betroffene Gebiet entsandt. Mhm. Ja gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Wir haben keinen blassen Schimmer. So. Hier sehen wir. Boah, hier ist ja voll hoch. Hier ist niedrig. Da auch. Das sind noch nicht so viele infiziert. Da wieder mehr. Da auch. Da wenig. Da geht so. Okay. So, wir haben ja nicht so viel Personal. Nur 250. So, jetzt klicken wir mal da drauf. Und machen das hier weniger. Ja, das funktioniert. Genauso haben wir das vorgestellt. So, dann gehen wir jetzt noch dahin und machen da auch weniger draus. Und den Rest, den würde ich halt jetzt dann einfach dazu beißen. Ja, umso mehr, desto besser, oder? Du hast kein Personal mehr. Ach so. Mit Hilfe der Minustaste kannst du Personal frei machen, um es dann neu zuzuweisen. Nö, das passt. Und jetzt muss ich wieder dahin, oder wie? Ja, scheint so. Schauen wir, was passiert. Im letzten Jahr ist die Infektionsrate in Nordamerika um unter 5% gestiegen. In Südamerika um etwa 25%. In Europa um etwa 35%. In Afrika um etwa 35%. Oha! Im nördlichen Asien um etwa 15%. Mhm. Im südlichen Asien um etwa 25%. Und in Ozeanien um etwa 30%. Mhm. Wie soll ich das jetzt bitte mit so wenig Personal bewerkstelligen? Ja gut, wir haben gar nicht so viel Personal, um das alles zu senken. Da, schau dir das mal an. Wow. Jetzt ist da immer noch mehr. Ich habe kein Personal mehr. Scheiße. Das soll ich machen? Ich hab sonst nichts mehr. Gott sei Dank. Eine Rückgängig-Taste. Wenn ich es mir also anders überlege, dann drücke ich die. Ich hab nichts mehr. Scheiße. Na gut. Bringt ja nichts. Machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Die Region mit der am stärksten steigenden Infektionsrate war letztes Jahr Nordamerika.
Eine Steigerung um etwa 35%. Und die Region mit der am wenigsten steigenden Infektionsrate war Afrika. Eine Steigerung um etwa 15%. Wie soll ich das denn machen? Das kriege ich ja niemals alles hier runter. Schau dir das mal an. Das ist ja unmöglich. Wir stecken jetzt mal was einfach in die Forschung rein hier. Alles in die Forschung. Bringt ja nichts. Soll ich machen? Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Leider konntest du die Verluste nicht in einem akzeptablen Bereich halten. Du hast das Limit in deinem dritten Jahr überschritten. Ja. Ziehe den Hebel, um die Simulation neu zu starten. Ich bin mir sicher, dass du das besser kannst. Ja, ich mir aber nicht. Das geht gar nicht. Du kannst das gar nicht aufhalten. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Jetzt stecke ich einfach alles in die Forschung rein. Ist mir egal, ich mache jetzt da nichts zurück. Weil ich kann das ja alles hier gar nicht. Das war vorher auch so. Im Endeffekt spielt das gar keine Rolle hier. Das mache jetzt hier go. Mal schauen, ob wir vielleicht so besser vorankommen. Oha, ey. Heftig. Oha. Was ist, wenn ich jetzt wieder alles hier reinstecke? Schauen wir mal, was dann passiert. Das wird mir jetzt einfach mal interessieren. Das können wir mal ausprobieren. So, jetzt habe ich alles in die Forschung reingesteckt. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Hm, du hast nicht so lange wie beim letzten Mal durchgehalten. Zieh den Hebel einfach nochmal, um einen neuen Versuch zu starten. Ist das Teil des Tests? Ganz gewiss. Hä? Moment. Ah, da scheint es ein Problem unten im Stromverteiler zu geben. Für den Moment geht's nicht weiter. Was? Ich kann nicht mal wieder zurück in diese schöne, gemütliche Gefängniszelle? Nix, die Türen sind automatisch verriegelt worden. Ohne Scheiß, mich wundert, dass diese Gegensprechanlage überhaupt noch geht. Für einen Laden, der Milliarden von Dollar gekostet hat, haben sie nicht gerade... Madeline, hör mir zu. Ich habe gerade gesehen, dass die Monitore auch ausgefallen sind. Okay, niemand sonst kann uns jetzt hören. Okay. Was du vorher sagtest, von wegen abtrünnig werden. Genau das passiert hier gerade. Aber nicht so, wie du das damals gemacht hast. Es stimmt doch, dass ihre Mutter damals der Behandlung zugestimmt hat, oder? Aber natürlich hat sie das. Was zur Hölle hat das denn bitte mit irgendwas zu tun? Hören Sie, jeder hier weiß, dass Sie es nicht gerade leicht gehabt haben. Aber nicht jeder fragt, bevor er mit seinen Experimenten anfängt. Das ist unglaublich. Was wollen Sie dagegen tun? Sagen wir so, wenn alles nach Plan läuft, bin ich schon weg, wenn du dich die Assembly anschließt. Die Lage wird unter Kontrolle sein, aber du und ich... Wir werden uns nie wiedersehen. Moment mal, ist das hier wieder ein Test? Testen Sie mich jetzt auf, was weiß ich, Loyalität oder sowas? Du und ich, wir sind gar nicht so verschieden, Madeline. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich nach einem Fehlschlag selbst aus den Augen verliert. Wie das ist, wenn man erkennt, dass man getötet hat, obwohl man doch Gutes tun wollte. Wie das ist, seine Lieben zu verlieren, weil sie nicht ertragen, was man selbst geworden ist. Also, was für einen Rat haben Sie für mich? Sollte ich diesen Job überhaupt annehmen? Das kannst nur du entscheiden. Doch ich denke... Okay, Madeline, kannst du mich jetzt hören? Geht die Gegensprechanlage wieder? Ja, Kerl. Ja, ich kann sie jetzt hören. Dann lass uns weitermachen. Ziehe den Aktionshebel und versuche es nochmal. Okay, was der uns jetzt gesagt hat, ja. Krass. Hätte jetzt nicht gedacht. Aber okay. Das machen wir einfach so. Weiter. Mhm. Als ob das Gespräch nie stattgefunden hat. So. Jetzt machen wir mal andere. Machen wir mal hier so. Hab ich nichts mehr? Wie? Hab nichts mehr. Ja, okay, dann. Probieren wir es mal so. Aber das ist... Das ist kaum zu schaffen, ey. Guck dir das mal an. Es ist so viel immer.
Was das hier steigt, das ist brutal. Schau dir das mal an. Das ist nicht zu schaffen. Hier bin ich drüber und mir fehlt da einfach immer was. Oh Mann. Ja, genau. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit hier. Ja, geht nur so. Schauen wir mal. Oh, wir sind schon im zweiten Jahr jetzt. Jawohl. Aber wie willst du das hier alles runterkriegen? Das geht gar nicht. Ich muss die ja vor Ort hier alle versorgen. Oha. Ey, das ist nicht schaffbar, ey. Ganz ehrlich. Das ist nicht schaffbar. Ey, ich drücke jetzt einfach auf weiter. Das bringt nichts. Nicht schlecht, du hast länger durchgehalten als beim letzten Mal. Tut mir leid, Madeleine. Und ich habe da so langsam eine Ahnung, dass es beim nächsten Mal auch nicht besser werden wird. Das ist ein unlösbares Szenario. Es gibt einfach nicht genug Ressourcen, um dieses Ding zu schlagen. Genau. Und das hast du schon nach 3 Versuchen kapiert. Das ist ziemlich gut. Das habe ich. Diese Übung simuliert die Geschwindigkeit von Infektionsvektoren. Nach der globalen Sättigung antibiotischer Immunität. Sie belegt die Unmöglichkeit einer effektiven Behandlung, weil der medizinische Fortschritt durch die derzeitigen rechtlichen und ethischen Grenzen ausgebremst und behindert wird. Kurz gesagt, die Assembly hat die Ressourcen und den Willen, jenseits dieser Grenzen aktiv zu werden. Was soll das heißen? Dass ihr nur zu gerne ungetestete Behandlungsmethoden einsetzt? Eher, dass wir bereit sind, solche Tests mit weniger Bürokratie als üblich durchzuführen. Und das kennst du ja, Madeleine. Die Frage ist nur, wie weit würdest du gehen, um Erfolg zu haben? Darauf gibt es keine direkte Antwort. Das hängt immer von Fall zu Fall ab. Ja, das tut es. Und es kann sogar sein, dass sich die eigene Antwort mit der Zeit ändert. Du kannst jetzt gehen, Madeleine. Dr. Chavez wird bald zurück sein. Mhm. Also haben wir jetzt den Test bestanden, obwohl... Aber wir haben es 3 Jahre geschafft. Naja, das ist ja nicht... Ist ja gar nicht so schlecht. Schauen wir mal weiter. Gucken wir mal, ob wir überhaupt bestanden haben oder nicht jetzt. Das weiß man nie. Nein, ganz sicher nicht. Worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Mhm, das frage ich mir auch. Okay, da haben wir den 3. Test geschafft. Oder nicht geschafft, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir einfach mal weiter. Flucht. Mhm. Jetzt sind wir wieder als Caleb Pearson unterwegs. Und bestimmt planen wir jetzt die Flucht. Um mit dem ganzen aufgenommenen Zeug da zu CTC oder wie die Aufsicht okay. Da heißt. Zeit zu verschwinden. Ach, jetzt läutet wieder das Telefon. Es war doch vorher auch schon so, wo wir abhauen wollten. Läutet das Telefon. Wo ist das Telefon? Telefon, Telefon, hier ist das Telefon. Caleb, hier spricht Dr. Chavez. Ich übernehme das jetzt, besten Dank. Hat sie gut gemacht. Aber das war zu erwarten, oder? Dr. Stone könnte für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert sein. Das einzige große Fragezeichen ist ihr Temperament. Sie scheint an sich in Ordnung zu sein. Ich fände es schade, wenn sie mit ausradierten Erinnerungen in den Laster geschmissen und per einfacher Fahrt wieder nach New York geschafft werden müsste. Das ist der Preis des Versagens. Bis später, Caleb. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Zeit, diesen Transporter anzufordern und zum CDC abzuhauen. CDC. Jetzt können wir aber hier mal nachgucken, wie wir denn abgeschnitten haben. Zugriff auf Willkommen, Dr. Pearson.
Transportanforderungsformular. Name, Caleb Pearson, Fahrer, Passagier, Fahrer. Transportzeit, nächster verfügbare Eintrag, Alpha. Senden. Ja gut, ich wollte automatisierte Antwort erhalten. Das ist einmal meine Antwort, bitte nicht antworten. Alle Transporte sind während Dr. Stones Test ausgesetzt. Ich werde daher bis morgen früh nicht in meinem Büro sein und mich erst dann um ihr Anliegen kümmern können. Handelt es sich bei ihrem Anliegen um einen Notfall? Der gesamten Anlage sein, der die Tests verpennt. Tut mir leid, Meister, aber das ist echt ein Notfall. Handelt es sich bei ihrem Anliegen um einen Notfall? Melden Sie sich bitte in Ihrem Quartier, Zimmer 3, Demo und Block F3. Nur für Notfälle. Okay. Aber ich möchte jetzt... Das kann man jetzt gar nicht sehen, Mann. Oh. Okay, alles klar, dann. Gehen wir da mal hin. Es ist ja ein Notfall. Hallo, winke, winke. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zum Aufzug. Der Aufzug des Wohnbereichs ist am anderen Ende. Ja, okay. Ich wollte mich doch nur umgucken. Darf man sich jetzt nicht mal mehr umschauen, oder wie? Geh ja schon dahin. Ich hoffe, Chopras Labor hält euch auf Trab, Leute. Da wird noch lange eine Menge los sein. Jetzt komme ich, Gerard. Versuch mal nicht allzu sauer zu sein. Definitiv. Das wird jetzt lustig. Oh, jetzt geht's ganz schön weit nach unten. Uiu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 i. Boah, das schaut ja schick aus. Die Hölle ist Zimmer 3D. Hier gibt's bestimmt irgendwo einen Plan. Ja, hier. Da haben wir es ja. 3D. 3D. D wie Dora. Hier. Und wo? You are here. Okay, alles klar. Wir müssen da rum. Oh, das sieht aber schick aus hier, ja? Sieht richtig schick aus. Interessant. Interessant. Was zur Hölle ist hier denn passiert? Ja, das frage ich mich auch. Hier, es hängt alles schief, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, bestimmt. Hören wir erstmal hier rein. Ich bin Gerard. Haben Sie überhaupt schon meine E-Mail gelesen? Was wollen Sie machen? Diese Kakophonie, die Sie da hören, ist die Anlage von meinem Nachbarn. Ich verlange eine Lösung. Kakophonie. Schauen wir mal, was hier so drin steht. Die Brothers Passwort Update. Oh, Passwort, sehr gut. Passwort ist immer gut. Ich kann Ihrer Anfrage nicht nachkommen und Ihnen direkt den neuesten Code für die Sicherheitstür geben. Der offizielle Passworthinweis lautet ein Date mit Dr. Ford. Dies sind vertrauliche Informationen. Bitte löschen Sie diese E-Mail nach dem Lesen. Dr. Brothers. So, Passworthinweis, ein Date mit Dr. Ford. Gut. Alles klar, haben wir das Passwort. Zumindest den Hinweis. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Nein. Nein. So viele Schubladen, es ist einfach nichts drin, ne? Überhaupt nichts. Warum mache ich die eigentlich überhaupt nur auf? Hä? Da, nichts drin. Nichts drin. Das ist reine Zeitverschwendung. Wir haben doch keine Zeit, Leute. Na, na, na. So, jetzt komm. Ah, da ist natürlich was drin, gell? In der allerletzten. Die wollen also diesen Laden hier noch weiter ausbauen. Hm, als wäre der nicht schon verrückt genug. Für mich auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um von hier zu verschwinden. Mhm. Ja, das ist ja schön und gut, aber... Mhm, okay. Gut, das nehmen wir einfach mal mit. So, wir müssen ja hier Security-Raum. Wie war nochmal dieser Hinweis, Brothers? Ein Date mit Dr. Ford. Ein Date mit Dr. Ford. Ich habe keine Ahnung. Ein Date mit Dr. Ford. Was soll das heißen? Ein Date mit Dr. Ford. Ist hier Dr. Ford? Vielleicht hier bei 3F? Oha, was ist denn hier los? Vielleicht...
Ein Date mit Dr. Ford. Ah, hier, 1997. Alles klar, 1997. Kein Problem, Hammer. 19. Sesam, öffne dich. Jawohl, juhu. Haben es geschafft. 3G Sicherheitsbüro. Okay, schauen wir mal, was wir hier so finden. Ist versperrt. Auch versperrt. Ist ja ein Sicherheitsbüro. Aber das ist offen. Und warum? Weil nichts drin ist. Ja, hier ist gar nichts. Hier haben wir einen Computer. Schauen wir mal, was wir da machen können. Mhm. Verlorene Keycard. Dr. Brothers. Sieht so aus, als hätten sie ihre Keycard beim Herumtollen mit Dr. Baldwin verloren. Ich habe sie ihnen diesmal in ihren Spind getan. Wenn ich sie noch einmal auf dem Boden sehe, lege ich sie dem Direktor auf den Schreibtisch. Der Code für diese Woche lautet 8462. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an Gerard. 8462. Ach so, nee. Da ging's weiter, ich sag's ja nur. Ach so. Ach so, und das ist der Code. Der Code für diese Woche lautet 8462. Mhm. 8462. Aber wir kommen hier an diese Keycard nicht ran. Schauen wir mal. Hier ist die Keycard, jawohl. Hauptschlüssel der F-Klasse für das ganze Stockwerk. Nett. Mhm. Vor allem, das ist nicht abgesperrt. Komisch, ja. Ganz komisch. Ein Bunker voller Genies und Sanitäter, aber die Pflaster werden immer noch weggeschlossen. Mhm. Die ist immer noch versperrt. Alles klar. Gut, Leute, dann beenden wir diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu kommentieren. Und dann bleibt nichts weiter zu sagen, außer Haters Fame, euer Insane. Bis zur nächsten Folge. Ciao.